Hat nun das Wort Thomas Lutze. Herr Präsident, der Rede meines Vorvorgängers haben, glaube ich, nur noch die Kosten für die Flüchtlinge gefehlt, dann wäre das Ding rund gewesen. Aber kommen wir mal zurück zum Thema, was hier auf der Tagesordnung stand. Wir beraten heute die Fortsetzung der Förderung der deutschen Wirtschaft aus dem ERP-Sondervermögen für das Jahr 2018. Insbesondere der Mittelstand und die freien Berufe sollen mit fast 7 Milliarden Euro in Form von verbilligten Krediten, aber eben auch zunehmend durch Beteiligungskapital gefördert werden. Das Geld soll den Unternehmen zugutekommen. Das finden wir grundsätzlich richtig und das findet auch unsere Unterstützung. Der Teufel steckt allerdings wie immer im Detail. In der 16. Wahlperiode, also vor meiner Zeit, wurde das ERP-Sondervermögen vom Bundeswirtschaftsministerium an die KfW übertragen. Die Linke hatte damals befürchtet, dass damit Substanzerhalt und die parlamentarische Kontrolle der Gelder infrage gestellt werden. Das hatte sich zum Glück nicht bewahrheitet. Umso unverständlicher ist es für uns, dass sich das Parlament immer noch auf eine grobe Gliederung von Förderzielen abspeisen lässt. Sinnvoll wäre es doch stattdessen, dass die Gelder konkret nach Förderprogrammen aufgeschlüsselt werden. Transparenz und vor allen Dingen Klarheit dieser Förderung sind für meine Begriffe dringender denn je notwendig. Darüber hinaus ist es ebenso unverständlich, dass die Förderung immer noch eine Exportförderung umfasst. Wenn der europäische Wirtschaftsraum irgendwas sicher nicht benötigt, dann sind das zusätzliche deutsche Exporte. Die deutsche Wirtschaft scheint im Übrigen auch diese Förderung überhaupt nicht mehr zu benötigen. Allein von 2015 bis 2016 ist das Fördervolumen in diesem Sektor um fast zwei Drittel zurückgegangen. Nutzen wir also die Förderung aus dem ERP-Sondervermögen dafür, die richtigen Impulse für die Wirtschaft und damit auch für Beschäftigung zu geben. Dazu gehören der Binnenabsatz statt die Exportförderung, die Förderung wirtschaftlich benachteiligter Regionen in Ost, aber auch im Westen unseres Landes, zum Beispiel auch die energetische Gebäudesanierung oder die dringende Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, gerade in Ballungszentren. Und wir müssen auch auf eins zusätzlich aufpassen in den nächsten Jahren, vielleicht auch wenn der Wirtschaftsausschuss wieder tagt, dass vor allen Dingen ganz kleine Unternehmen, Selbstständige, die hier auch gefördert werden sollen, auch zu Geld kommen. Diese nämlich nach wie vor in den Fördersummen unterdurchschnittlich vertreten. Für eine solche Wirtschaftsförderung, wie sie heute vorliegt und wie sie vielleicht auch weiterentwickelt werden kann, bekommen Sie hier im Deutschen Bundestag auch die Unterstützung der Linksfraktion. Vielen Dank. Ich rufe auf, ebenfalls